DMG Mori hat uns erfolgreicher gemacht, weil wir ganz anders am Markt auftreten können. DMG Mori hat einen großen Anteil daran, dass wir uns verändert haben. Wir sind hier im Erzgebirge. Hier wurde schon seit der Urzeit Eisen verarbeitet und bis zum heutigen Tag gießen wir Eisen in Stahl. Unsere Gießerei ist 630 Jahre alt, ist die älteste produzierende Gießerei Deutschlands mittlerweile, beschäftigt derzeit 350 Mitarbeiter. Und bis zum heutigen Tag sind wir ein Spezialist zur Herstellung von Turbinengehäuse und Motorenanbauteilen. DMG Mori ist für mich eine große Besonderheit in fachlicher Kompetenz, schneller Reaktion und Zuverlässigkeit. Prinzipiell ist es so, dass der Kunde gerne bearbeitete Gussteile beziehen möchte, fertig einbaubar. Und dafür haben wir hier eigens für einen OEM hier eine eigene Firma aufgebaut. DMG Mori hatte die Idee, dass man mit einer verketteten Linie diese Fräsbearbeitung machen könnte. Und dass man lediglich mit Auflegen auf ein Band und einer Abnahme durch Mitarbeiter von einem Band diesen gesamten Prozess darstellen kann. Es ist so, dass alle 100 Sekunden ein Bauteil eine Linie verlässt. Wir haben 6 Linien dort stehen für in der Summe etwa 1,2 Millionen Teile, die dort pro Jahr hergestellt werden. Es war ein totales Neuland. Wir kommen also von einem sehr robusten Prozess zu einem hochmodernen, automatisierten Prozess der Bearbeitung. Wenn ich mir jetzt das Werk von oben angucke, dann entwickle ich für die Mitarbeiter hier, für das Unternehmen und für mich selber einen Riesenstolz, dass wir als Gießerei, die noch nie mechanisch bearbeitet hatten, am Ende, sagen wir, eine fertige Lösung, ein fertiges Produkt an die Linie liefern können und das mit einer Ausschussquote, die so tief ist, dass man sie in PPM ausdrücken müsste.